fahren. Kurz und knapp heute. Szene ist richtig drin, ja, passt. Mikro ist an. Hab ich eigentlich gerade, ob der Sound passt? Moment, ich muss ganz kurz testen. Joa. Solange jetzt keine Boss-Melodie kommt, sollte es eigentlich reichen. Ja. Wir sehen oben links immer noch 18 Blutfiolen. Ich wollte eigentlich seit vorgestern ein paar Blutfiolen farmen gehen, aber es gab ein kleines Problem, Grabstein von Janam. Ich wollte mich eigentlich zu Grab Oedons porten und dann immer zum Zentrum von Janam hin und her reisen. Quasi eine kleine Route, 3-4 Minuten, immer hin und her. Aber ich konnte mich aus irgendwelchen Gründen zum Grab Oedons nicht importen. Funktioniert derzeit nicht. Funktion derzeit nicht verfügbar, genau. Liegt das daran, dass ich jetzt in der Kathedrale selber jetzt die eine Dame eingeladen habe und ich erst dahin muss, aus irgendwelchen Gründen, oder geh einfach mal davon aus. Weil da kann ich nämlich komischweise hinporten. Jetzt bin ich ja gespannt. Das war die Prostituierte aus der einen Seitengasse, die wir da irgendwie eingeladen haben, genau. Und der Nachbar wollte nichts davon hören, dass die Kathedrale offenbar sicher ist. Ja, vielleicht kann man ihn ja nochmal irgendwann woanders hinschicken. Vielleicht. Blutschabrocken, fester Klumpen. Das ist glaube ich schon für plus 7 bis plus 9. Blut von Adela. Blut von Adela, einer Nonne der Heiligen Kirche. Erneuert eine gewisse Menge GP und erneuert GP für kurze Zeit weiter. Aha. Hallo. Also, dass die Prostituierte ist, das sieht man überhaupt nicht. Also, sie sieht jetzt, sie ist sehr fein angezogen, ich glaube so im gotischen Zeitalter. Ja, so könnten die ausgesehen haben. Sieht ganz nett aus. Sie hat mittlerweile ein bisschen alt im Gesicht, aber ansonsten, sie ist ein gut gereiften Alter. Ja, passt schon. So, reden. Oh, hallo, dear. You weren't lying. This is a safe place. Thank you. I'm in your debt. Okay, Knicks. Eins. Ja, einmal Knicks, weil man kann die Gesten einmal bekommen. Okay. I'd like to tender my thanks, but I haven't much to offer. All I can give is my blood. But would you even take a whore's blood? Blutkur. Ich. Es ist wahrscheinlich unhygienisch wie sonst was, aber irgendwie. Ach komm, gib dein Blut her. Kann ja nicht schlimmer sein als das Blut, was wir sowieso bekommen. Oh, good. Come close, dear. Don't worry. This isn't the first time. Blut von Ariana. Ich würde jetzt zu gerne wissen, wie sie das gemacht haben. Ist das ein Tuch einfach nur oder was? Oh Gott. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, das Blut von ihr? Moment. Heilt GP und beschleunigt Ausdauererholung. So. Hat sie echt einfach ihr Blut auf ein Tuch geträufelt und dann eine Fiole reingepackt? Blut von Ariana, einem Freudenmädchen im Kathedralenbezirk. Das süße Blut von Ariana erneuert GP und beschleunigt für kurze Zeit die Ausdauererholung. Ein Mitglied der alten Heiligen Kirche würde wissen, dass ihr Blut genau dem entspricht, was einst verboten war. Okay, dazu müsste man sich echt die ganze Lore von Bloodborne im Nachhinein angucken, um das zu verstehen. Ich glaube, das könnte so eine Sache sein, die ich mir wieder irgendwie nebenbei mal durchlesen könnte. Nachdem ich es dann durch habe. So, wir hatten noch ein paar Sachen letztens eingesammelt. Irgendwie Sachen, die ich mir angucken wollte. Jäger. Nö, Schilddämpfer, nee. War denn das, was ich. Ah, hier brausendes Kaltblut, okay. Fernrohr, Laterne. Zeichen einer starken Knochenmarkasche. Irgendwas hatte ich doch gehabt, was ich mir angucken wollte. Bestienbluttabelle, das zum Beispiel. Große Arzneikugeln, wahrscheinlich aus geronnenem Bestienblut. Von der Heiligen Kirche wegen der unklaren Herkunft verboten. Ja, was nicht alles von der Kirche immer verboten wird. Gewährt einen Schuss Bestientum. Wenn man seinen Gegner zerreißt und ihr Blut auf einen nieder... Was? Und ihr Blut auf einen niederregnet, wird das eigene Bestientum belebt. Es bestärkt und Euphorie genährt.
glaube, ich habe mal was Ähnliches dazu gelesen. Wüsste aber nicht, wie ich es nutze, von daher, egal. Molotovs, okay, hier war es nicht. Wo waren das noch? Fernschlüssel. Geheimchat. Okay, die Abzeichen sind, glaube ich, dafür da, um neue Items zu bekommen. Edelstein? Nee. Monitorus? Fackel, Jägerfackel. Achso, ich habe ein paar neue Klamotten. Schwarzes Yahagul-Gewand. Und so ein bisschen nice aus, dieses Yahagul-Zeugs. Hm, guck mir gleich mal die Werte von an. Feuerblut-Edelstein. Ein Blut-Edelstein, der Waffen verstärkt und verschiedene Eigenschaften hinzufügt. Okay. Ein Blut-Edelstein, der Waffen verstärkt und verschiedene Eigenschaften hinzufügt. Das sind sehr selten Blau-Steine. Durch Kaltblut wachsen. Werden mit Werkstatt, Werkzeugen und Waffen eingearbeitet, wenn die Form übereinstimmt. Aha. Union, Mond. Carol, Birkengrass, Runenschmied, dann liest dieses Symbol. Mehrere Runen wie Kommunion beziehen sich auf Blut. Es erhöht die maximale Anzahl an Blutfiolen, die getragen werden können. Diese Rune repräsentiert die Hallen der Kirche und ihrer Pfarrer. Mond. Eine Umschrift vom Mond, die ist von großartigem Umtraum. Mhm. Geist wohlwollend und kommen oft zu Hilfe, wenn sie gerufen werden. Eine Abschrift des Brüllens des Labyrinth-Bestieträger der Bestienrune haben verbessert vorübergehende Transformationseffekte. Bestie ist eine der frühen Carol-Runen. Geht zum Weg, nutze ich die. Etumeru-Kelch. Ja, das sind solche Bonus-Dungeons irgendwie. Das mache ich erst, wenn ganz zu Ende. Da habe ich nebenbei im normalen Spielverlauf keinen Bock drauf. Gut, irgendwie Status 35. Aha. Bestientum 92. Kann ich mir das eigentlich auch angucken mit der Hilfe? Kann ich. Entdeckung. Beeinflusst ob Besiegte nicht nach fallen lassen. Ausdauer, ja, ist klar. Bestientum. Je höher dieses Attribut, desto näher bist du der Bestie bei kurzzeitiger Transformation. Ist die Frage, ist das gut oder schlecht? Carol Rune Effekt. Moment. Nein. So. Verschiedene Effekte von gemerkter Carol Rune. Das sind also Passivboni, die ich so aktivieren muss. Okay. Waffen ist erstmal okay. Genau, Trachten. Schwarzer. Niedriger Jahrnamen. Schwarz Eisenhelm. Warte mal, die physische Abwehr ist höher, aber die einzelnen Werte sind schlechter. Okay, nee, ich bleib bei dem Outfit erstmal. Damit kann ich nichts verkehrt machen. So. Genau, und jetzt. Hast du irgendwas zu sagen? Oh, kind Hunter. Thank you. So, that lady, you told her about this place. Ja. Well, she actually talks to me. Well, only now and then, and she don't mince words. But she's a kind one. I can tell. A good woman. Triumph. Ich trau dir immer noch nicht, aber okay. Jetzt bist du bei 5 Vieh. If you find any sane survivors, well, send them along to Erden Chapel, will ya? Also, er betont das Ö, aber es ist trotzdem kein ganzes Ö. Das ist so ein englisch ausgesprochenes Ö. Weiß nicht. Ödon-Kapelle, Oedon. Ich bleib bei Oedon-Kapelle. Oedon klingt besser als Ödon. Von daher. If you find any sin. Okay, ja. Du holst dich. So, hast du jetzt noch was zu sagen? Oh, hello. Sorry, dear. You're much too eager. I've only so much blood, okay? Ein Mensch hat 6 Liter Blut im Körper, soweit ich weiß. Und das muss sich ja eigentlich regenerieren. Also diese Aussage ist teilweise gelogen, außer diese Menschen hier funktionieren anders. Aber gut. Ich glaube, wenn ich ihr Blut benutzt habe, kann ich mir wieder Neues holen. Irgendwie so, keine Ahnung. Ist auch egal, so. Es ist die Frage, will ich jetzt Blutfiolen farmen, während ich streame so nebenbei oder nicht? Ich meine, ist langweilig, aber wir haben es mit einer Nacht. Und ich gehe nicht davon aus, dass ich lange heute mache. Und selbst wenn ich länger mache, also eine Stunde will ich ungefähr machen. Geplant. Zentrum von Janam, genau. Was?
Moment, jetzt bin ich verwirrt. Doch, hier bin ich richtig. Da unten ist der Friedhof. Ja. Ich werde jetzt, glaube ich, vielleicht ein-, zweimal hier durchgehen. Dann gehe ich den Kathedralenbezirk nochmal nach oben eventuell. Oh Gott, wo kommst du denn her? Ach, darum konnte ich mich hier nicht herporten, weil hier irgendein random NPC ist. Das erklärt so einiges. Hier sind zwei? Was zum Fick ist jetzt kaputt? Könntest du bitte den anderen angreifen? Danke. Ja, nein, irgendwie. Mit wem kämpfe ich eigentlich gerade gegen den? Wer bist du? Was mache ich da? Ach, du bist die eine Tante da von da oben. Gegenstand aufnehmen. Erbe. Darum konnte ich mich nicht porten. So redest du mit mir? Reden. That wasn't necessary of you, but you have my thanks. We made it with our lives. You're not bad at all. You must have killed Gascoigne as well, then. Gascoigne, danke. He was falling apart. I'm sure it had to be done. But try to keep your hands clean. A hunter should hunt beasts. Leave the hunting of hunters to me. Okay. Bestätigung. Darum konnte ich mich nicht porten. Aha. Und nicht wegen der Prostituierten. Cool, sagst du noch was? Try to keep your hands clean. Leave the... Okay, noch irgendwas anderes oder? Try to leave. Okay. So, erstmal deaktivieren. Damit ich hier respawne, was ich wahrscheinlich eh nicht werde. Aber okay. Das war jetzt überraschend. Aber gut. Passt schon so. Und er heißt Gascoigne. Nicht Gascoigne, einfach nur Gascoigne. Und bis ihr mich bemerkt, kann ich voll aufladen. Und eigentlich beide treffen, aber irgendwie auch nicht. Gut. Genau. Zwei Blutfiolen, nochmal zwei Blutfiolen. So. Die geben schon mal, wenn es gut läuft, vier Stück. Dann gibt es die beiden. Dann müsste das eigentlich anzünden. Ungefähr so, ja. Das war nicht geplant. Du mit deinem Schild nervst du ein ganz kleines bisschen, weißt du das eigentlich? So, du gibst glaube ich 3 bis 4, kann das sein? Na, okay, 2. So, die ganzen Leichen, die jetzt hier unterwegs liegen, die geben natürlich auch dann ein paar. Wenn man Glück hat. Das waren jetzt 6 Stück bisher, oder? Und was genau? Habe ich jetzt echt 6000? Nee. Hat schon ein paar Seelen vorher, oder? Ach nee, der Kill an dem Jäger gerade hat ein paar gebracht. Okay. Den Molotow. Auch okay. 8 Blutfiolen. Dann den Fahrstuhl habe ich gelesen. Das soll wohl eine der besten Routen sein. Um die Dinger zu sammeln. Ich bin mal gespannt. Genau, dann noch die 2 Dicken und dann kann man, glaube ich, die Lampe im Zentrum von Yharnam nutzen und dann Rinse and Repeat quasi. Okay. Zu früh. Okay. Klappt aber auch so. 10 Blutfiolen. 14. Okay. Okay, ein Durchgang, 14 Blutfiolen. Und die Mühe war jetzt relativ gering dafür. Okay, der ist ein bisschen nervig hier oben, wenn man von der Richtung kommt. Ah, da gibt es auch eine, okay. Solange ich mich nicht treffen lasse, ist alles okay. Was zum Fick? Okay. Ach. Reden. Oh. You must be a hunter, and not one from around here either. I'm Gilbert, a fellow outsider.
You must have had a fine time of it. Yharnam has a special way of treating guests. Well, I don't think I could stand if I wanted to, but I'm willing to help, if there's anything that can be done. Kannst du sagen, wo ich das Mädchen mit der Uhr finde? This town is cursed. Whatever your reasons might be, you should plan a swift exit. Whatever can be gained from this place, it will do more harm than good. Und trotzdem leben die alle hier? Okay. Ah, you needn't concern yourself with me. I'm afraid I'm of little help now. But before I take this. Oh, gratis Flammensprüher. Cool. I made no use of it, but perhaps you. Er hat mir das jetzt durchs leere, verriegelte und verrammelte Fenster gegeben. Geil. What afflicted me was incurable. But this town gave me hope. Their strange blood bought me time. I was most fortunate. Unharmed by the plague of beasts. I can even die human. Ist gerade jetzt ist er tot? Ah, don't you. Also keine Sorgen um mich. Ah. Okay. Ich habe echt zu wenig auf diese dämlichen Dinger geachtet. Vielleicht habe ich irgendwo im normalen Gebiet außen eine Lampe vergessen. Weil ich nicht drauf geachtet habe. Muss ich eigentlich direkt in den Traum des Jägers nochmal reingehen oder nicht? Ich glaube ja. Da reicht es, wenn ich einfach. Respawn die Gegner, wenn ich die Lampe einfach nur angesprochen habe oder nicht? In Dark Souls würde das Ansprechen vom Feuer reichen. Dann müsste ich immer erst in den Hauptbereich zurückgehen. Das funktioniert da nämlich genau ganz gut so. Ja, wie gesagt, ich wollte ja. Ich spare erstmal 20.000 Blutechos zusammen, kaufe dann die Waffe. Danach gebe ich alles zu Blutfigolen aus. Damit ich mich damit halt nicht überlevele und. Gewisse Floß sich im Nachhinein nicht drüber aufregen. So, Kathedralen. Nee. Doch, nee. Sind doch von Yharnam wieder. Ich meine, ich könnte auch sonst immer die gleiche Route laufen. Aber jetzt muss ich halt den Stein ausweichen. Ansonsten kann ich mich ja einfach immer zu Dingens porten. Ich teste gleich mal, ob das ausreicht, wenn ich einfach nur die Lampe anspreche. Sollte ja schon fast. So. Du bist vielleicht jetzt tot? Okay, nee, ist immer noch nicht tot. Er lebt immer noch. Wundert mich. Ja, ja. Das. Ah, jetzt stoppt da nichts. Okay. Das könnte rein fiolentechnisch hier mager werden. Aber gut, ein paar habe ich ja gerade bekommen. Bei euch weiß ich nicht, ob ich euch kontern soll oder ob ich euch lieber so angreifen soll. Ich glaube, ich greife euch lieber so an. Damit fühle ich mich irgendwie wohler. Theoretisch würde ich mich wohler fühlen. Okay. Die Blutfiolen und zwei. Vielleicht jetzt unterschiedliche Gegner oder nicht? Ich glaube, die haben beide nur einen Ziegelstein in der Hand. Jetzt sagt man aber nicht. Happy sterben ohne Abendheim. Okay, der Fahrstuhl. Ah, okay. Ja gut, jetzt. Jetzt weiß ich, warum ich bei der Farmroute, warum ich da immer links, rechts laufen soll, damit ich nämlich den Fahrstuhl nicht immer neu rufen muss. Macht Sinn, okay. Verstehe. Ja, ich habe gerade irgendwie. Ich habe mit der Prostituierten geredet. Ja, komm, zünd den Ball an, damit ich laufen kann. Irgendwie? Er will das Bällchen nicht anzünden. Doch, jetzt. Oh Gott, bin ich blöd. Okay. Ich hab's überlebt. So zum Thema, ich farme Blutechos und muss erstmal wieder welche einsetzen, damit ich hier nicht drauf gehe direkt.
Oh, das war jetzt. Ich hätte mal drauf achten sollen, ob da hinten Abgrund ist. Dass ich jetzt den Sturz belebt habe, wundert mich irgendwie, aber im Nachhinein. Wundert mich sogar sehr. Oh. Ich will eigentlich erst den da haben. Aufladen. Bis du bei mir bist, bist du nämlich tot. Danke. So, und dich mache ich so und dann passt das. Zwei Blutfiolen, ja, die ich gerade benutzt habe und. Ja, passt schon. Ein paar weniger als beim letzten Durchgang, aber immer noch okay. Ich hätte nur den einen, oder? Na gut, wobei, mach ich nicht so. Uff, das war knapp. Zwei Stück und du auch noch zwei. Ah, nee, Gutsteinscherbe. Okay. So, jetzt will ich mal gucken. Reicht es aus, wenn ich einfach nur die Lampe anspreche oder muss ich da wirklich andauernd mich porten? In den Traum des Jägers. Weil das könnte vielleicht nervig werden. Du bist nur die eine Dame von gerade eben, oder? Ja. Try to keep your leader. Ja, ja, ich lasse meine Hände sauber. So, in den Traum des Jägers zurückkehren. Nein. Hat das jetzt gereicht? Ich hoffe ja. Oder sind die jetzt noch tot? Aber die jetzt echt immer wieder neu. Ich muss echt andauernd zurück in den Traum des Jägers. Oh, na klasse. Und das bei den Ladezeiten hier. Och, geil. Okay. Ich verstehe, warum ich das Ganze eigentlich offline machen wollte mit den Blutfiolenfarmen. Ja, jetzt ist die Frage. Will ich mir die Waffe kaufen von den Blutechos oder möchte ich lieber meine Blutfiolen einfach aufstocken? Wie viel habe ich denn jetzt überhaupt? Keine Ahnung, wie viel kann ich mir leisten? Gegenstand der langen Blutfiolen. Lager 22. Wie viele könnte ich mir kaufen? 20. Dann bräuchte ich eine ganze Weile erstmal keine mehr nachkaufen, glaube ich, oder? So, was heißt nachkaufen? Keine mehr Farben. Mach's jetzt erstmal so. Gut. Jetzt kann ich ja theoretisch offline farmen, wenn ich wollen würde. Kaufe ich mir die Waffe beim nächsten Mal irgendwann. Dann würde ich jetzt mich noch ein bisschen hier im Kathedralenbezirk rumrennen. Dunkelbestie Pal, wie gesagt. Ich habe noch mal ein bisschen nachgeforscht, so ein bisschen. Man kann ihn jetzt machen, theoretisch, aber. Altjana. Achso, das war unten, genau. Kathedralenbezirk. Problem an der Dingens ist halt. Ich war halt in Yahagul auf unnatürliche Weise. Dementsprechend haben halt die Gegner teilweise 3000 Blutechos gebracht. Die Schweinedinger zum Beispiel. Und dauern halt relativ lange halt vom Damage Output. Ich weiß, dass man später auch noch auf normalen Wege nach Yahagul kommt. Und dann ist auch eigentlich Dunkelbestie Pal auch erst angesagt. Rein logisch gesehen. Von daher, ich werde es mir jetzt nicht unnötig da schwer machen und gegen ihn kämpfen und 5 Millionen mal sterben. So, und jetzt die nächste Frage, was muss ich jetzt machen? Ich muss jetzt bei der Kathedrale da vorne hochlaufen, glaube ich, oder? Oh Gott, ich habe den vergessen. Und was war hier noch? War hier ein Hund? Nein, hier war eine ähnliche Krähe. Rabe. Was auch immer es ist. Oh Gott. So. An dich kann ich mich erinnern. Könntest du bitte aufhören, stehen zu bleiben? Danke. Nein. Ich danke. Jetzt aber. Ja, die Axt ist schon geil, so auf Distanz. Quecksilberkugeln. Gib mir lieber Blutfiolen. Die sind wertvoller. Okay, da musste ich jetzt abbrechen. Bist du. Ja, du bist tot. Gut. Und wen zum Teufel kann ich jetzt da wieder beschwören? Beschwöre Henriette. Ist das die Tante, die ich jetzt gerade da hatte? Die einzige Frau, die ich bisher kenne. Mit dem Platz hatte ich fertig. Da rechts runter war ich auch. Da war es Gefolofi. Ich mache ich einfach nur aus Prinzip platt. Weil man kann es nicht auf den Sack gehen. Oder was? Leiter oder Leiche? Leiter. Mit dir habe ich so ein kleines Problem. Du hältst irgendwie viel zu viel aus.
Und ich weiß nicht, wie ich dich countern kann. Von daher erstmal die Waffe. Ja, und dann ist er da oben auch noch. Irgendwie. Das ist gerade ein. Oh, du bist schnell. Das ist gerade ein blöder Spot zum Fighten. Wisst ihr es eigentlich? Das war eine scheiß Idee. Ja, ich sollte. Da ist ein Lampenmann jetzt auch noch, oder? Ach nö. So, den Lampenmann muss ich weghaben. Wieso überlebt er das? Verdammt. Einmal so. Ja, und dann trifft er mich von oben. Leute. Das war. Warum ehrlich sein, war das ziemlich scheiße von euch, wisst ihr das eigentlich? Gibt's eine Strategie gegen die komischen Dicken? Die tanken mir irgendwie zu viel. Die tanken mir so ein ganz kleines bisschen zu viel. Ein ganz kleines bisschen. Die Frage, kann ich dich noch irgendwie umgehen? Raben ignorieren. Da ist der Fackelmann. Nicht stehen bleiben, lauf doch weiter. Oh, komm. Okay, er hat mich getroffen, aber irgendwie auch nicht. Okay, ein bisschen was an Leben wieder zurückbekommen zumindest. Oh, Quecksilber. Ich will keine Quecksilberkugeln, ich will Dingens. Stimmt, kann ich die Quecksilberdinger. Moment, halt. Kann ich hier auch hochlaufen und dann nach da oben kommen, ohne dass ich da an den Viechern. Ich muss am Dicken gar nicht vorbei. Cool. Sag mir das doch eher. Okay, wer hat meine Seelen von vorhin? Könntest du bitte schneller laufen? Danke. Nein, nicht so. Was wollten jetzt alle auf einmal? Oh, wow, das wollte ich nicht. Was wollt ihr alle auf einmal hier? Naja, komm. Das. Okay, das war uncool. Nein. Nein, komm. Einfach nur umbringen lassen, danke. Ah, der hat mich direkt bemerkt. So, wer hat jetzt meine Blutechos von euch? Du nicht, deine Augen leuchten nicht. Du machst auch keinen Sinn, wenn du die hättest. Da unten. Wieso hat der Köter meine Blutechos? Der Köter macht am wenigsten Sinn, der war schon tot. Könnt ihr euch mal entscheiden, ob jetzt der aktuelle Gegner, der mich gerade bekämpft hat, die bekommt oder der letzte, der mich, den ich gekillt habe? Jetzt habe ich den Hund gekillt. Nee, macht auch. Nee, habe ich nicht. Nach dem Hund habe ich auch noch solche komischen Maskenmänner gekillt. Von mir aus. So, da hatte ich alles eingesammelt. Ich kann nicht ignorieren, wenn ich da vorne einfach lang gehe. Okay. Dann ist der Shortcut hier sogar doch ganz praktisch. Der hat ja schon mal hochgegangen. Kommt mir gerade irgendwie unbekannt vor. Moment. Dip. Da kam ich von hier. Nee, hier war ich noch nicht. Betäubender Nebel. 6-mal. Aha. Aha, dann komme ich darauf. Also hatte ich es doch irgendwie richtig im Kopf, dass man irgendwo runterjumpen konnte. Von so einem Turm. Frage, will ich jetzt da runterjumpen oder nicht? Überlebe ich das? Also überleben ja, aber. Oh Gott. Ist jetzt nicht euer Ernst, oder?
Okay, jetzt fühle ich mich verarscht. Also irgendwie, nee. Komm. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Lass mich da. Och nö. Will nicht jetzt Fall Damage nehmen. Wenn ich wenigstens da vorbeiglitschen könnte, was geht auch nicht. Oder? Wenn ich mich anstrenge? Nö. Das ist jetzt blöd. Komm. Nein. Glitsch mich da irgendwie durch. Okay, zumindest kein Falldamage. Dann ist alles okay. Und hier war ich, genau. Okay. Ich meine, ich habe auch vorhin den Megafall überlebt, von daher. Ich sollte den kleinen Jump hier auch überleben. Ach, hier bekomme ich Damage, oder was? War vom Hausdach nicht. Da. Kann ich hier noch irgendwas einsammeln? Nee, kann ich nicht. So. Da. Schwarzer Botenzylinder. Okay, cool. Das juckt mich gerade in den Fingern, nochmal in den Traum des Jägers jetzt unnötigerweise zu gehen und Blutfiolen zu kaufen. Nicht, dass ich die gleich irgendwo wieder verliere, zu dem ich ja weiß. Mein 5000 sind jetzt nicht viel, davon mal abgesehen. Ach gerade, was ist das? Aber dann kann ich auch nochmal Leben auffüllen, wenn ich jetzt hier bin. Mich hetzt ja nichts. Genau so und dann dahin. Und weiter mit Koffein zu schütten, um die Nacht irgendwie zu erleben. Ich bin schon seit einer halben Stunde dabei. Oh Gott. Es kommt mir vor wie 10 Minuten, was ich jetzt gerade gemacht habe. Zu dir will ich nicht, will zu denen da. Nur mal so, wie viel habe ich davon gelagert? 132 von 600. Was bekomme ich? Ich bekomme 30 dafür. Das heißt, 10 Stück ergeben eine Blutfiole ungefähr, oder was? Moment. Nicht mal. 12 Stück verkaufen. Das lohnt sich so mal gar nicht. Okay. So, 13 davon kaufen und... Also... Schlüssel zum Tor aus runden Platz der Kathedrale. Meinen Sie den großen runden Platz, wo ich da die ganzen Dickerchen habe, oder was? Kathedralenbezirk. Besonderes Potenzial für ein Ritual des Heiligen Kelches. Besondere von des Heiligen Kelches Körperteile. Aha. Den zusätzlichen Ritus der modernen Opfergabe. Ich weiß nicht, also. Dadurch, dass halt Bloodborne nur ein Teil momentan hat und Dark Souls 3 ist. Ich meine, ich habe mir die Story von Dark Souls 3 angeguckt. Die haben so irgendwie das gleiche Welt, das gleiche Universum irgendwie. Spielen aber zu verschiedenen Zeitperioden. Aber hängen halt trotzdem irgendwie miteinander zusammen nach und nach. So ein bisschen. Wobei Dark Souls 2 da so ein bisschen die Ausnahme bildet, meine ich. Aber gerade bei Dark Souls 1 und 3 merkt man das halt anhand von hier, Arno Londo zusammengehören so ein bisschen. So, aber da interessieren mich die ganzen Items, interessieren mich da gar nicht. Also die Lore-Texte, die man dadurch bekommt, sind da relativ uninteressant erstmal für mich. Auf den ersten Blick. So. Aber Bloodborne im Gegensatz ist wieder nur ein einziges Spiel, sag ich mal. Was zwar auch irgendwie Parallelen oder Anführungsstrichen hin und wieder irgendwie mit Dark Souls verbunden wird, von der reinen Story. Dass sie wohl irgendwo zusammengeführt werden, teilweise. Aber da sind diese ganzen Sachen, weil es halt seine eigene kleine Lore ist mit diesen Blutritualen.
Das ist irgendwie interessanter als jetzt diese Dark Souls Lore, die allgemeine. So, wer kommt jetzt von wo? Gut, Fiolen 3. Ach, der Große kommt erst da runtergelaufen, okay. Na, könntest du bitte... Nein, das nicht. Könntest du bitte ganz normal aufladen? Die drehen wie ein Bekloppter. Und dann den platt machen. Danke. So, wenn der jetzt eine Viola hat, dann kann ich besser... Ah, Quecksilber und Quecksilber. Im Englischen einfach nur... Oder nicht. Könntest du die Treppe weiter runtergehen? Ich will dem Sanut haben. Könnte eine tolle Blutfiole sein. Du möchtest nicht nach unten gehen weiter, okay. Dann gehe ich einfach nach oben. Okay, neues Gebiet. Praetorium, whatever. Das Gebiet ist gleich, aber... Eine neue Gegend im Gebiet. Passt doch so. Oh, Ich finde eure Waffen immer wieder interessant. Jetzt führen sie schon Jesuskreuze mit. Okay. Nicht so wirklich Jesuskreuze, aber... sehen halt die Kreuze aus. Zack. Das wollte ich nicht. Geradeaus, links oder rechts? Ich gucke erstmal kurz links. Na? Und da oben hin. Das sieht irgendwie interessant aus. Gut unterlaufener Augapfel. Moment. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wie gesagt, ich kenne Bloodborne ansatzweise, so stückchenweise teilweise. Ich habe halt nicht aktiv diese Videos damals geguckt, sondern passiv. Aber ich glaube, hier ging schon ein ganzes Gebiet weiter. Und irgendwas war da. Ich glaube, man konnte da irgendwie nicht weiter irgendwann. Außerdem sieht das schon wieder nach Höhle aus und... Ich würde eigentlich jetzt erstmal die Stadt hier weitermachen wollen. Rechts noch irgendwas? Ansonsten gehe ich da gerade außen in die Kirche rein. Eine Kirche? Es wird die Kirche sein. Wir sind im Kathedralenbezirk. Also wird das wahrscheinlich eine Kirche sein. Wo sind die ganzen Gegner eigentlich hin? Irgendwie? Es ist ruhig. Es ist zu ruhig. Oder war es der Weg? Ah, Moment halt. Schlüssel für das Tor am runden Platz. Der unten hat Arkan-Damage, okay. Ich glaube, da komme ich ohne den Schlüssel nicht weiter. Das ist nämlich der runde Platz am Kathedralenbezirk. Macht Sinn. Da ist zumindest ein Haus, wo ich wahrscheinlich rein kann. Also werde ich da wahrscheinlich ohne Schlüssel nicht weiterkommen. Gut. So viel zähle ich zumindest jetzt mal zusammen. Weil am großen Platz gab es kein Tor. Dann wird da unten das Tor sein. Links, rechts vor links, aber die goldene Mitte zuerst. Kann man es hier drauf anwenden? Rechts vor links, aber die goldene Mitte zuerst. Mann, ist der laut, man hört ihn bis hierher. Goldene Mitte zuerst. Irgendwie passt das gerade, die Glocke schlägt. Kann ich die Tür öffnen? Ich kann sie öffnen. War das nicht ein Video aus dem DLC-Area? Irgendwie. Hat so leicht bekannt vor daher. Oh, da ist wer. Let us partake in communion. And feast upon the old blood. Hallo? Thirst for blood satiates us, soothes our fears,
seek the old blood. But beware, the frailty of men. Their wills are weak, minds young. The foul beasts will dangle nectar and lure the meek into the depths. Remain wary of the frailty of men. Their wills are weak, minds young. Were it not for fear, death would go unlamented. Seek the old blood. Let us pray, let us wish to partake in communion. Let us partake in communion and feast upon the old blood. Our thirst for blood satiates us, soothes our fears. Seek the old blood. But beware, the frailty of men. Their wills are weak, minds young. The foul beasts will dangle nectar and fade weak into the depths. Remain wary of the frailty of men. Their wills are weak, minds young. Were it not for fear, death would go unlamented. Seek the old blood. Let us pray, let us wish to partake in communion. Ich glaube, es wiederholt sich jetzt gerade. Irgendwie großer, offener Raum. Ich rieche gerade einen Boss. Ich habe Angst. Oh nein. War das Häufchen da auch gerade schon? Achso, das ist sie. Oh. Schönes Medaillon hast du da. Och nö. Hi. Wie wär's mit Haare kämmen? Okay. Die Karin Amelia. Okay. Das ist wieder eine Bestie, das heißt, wahrscheinlich wird das Ding wieder mehr Damage machen, oder? Oder Feuer. Au. Okay. Möchte anmerken, dass bei ihr mein Damage-Output auch wieder normal aussieht. Im Gegensatz zu Dunkelbestie Karl. Okay, was kann mein Problem mit ihr? Au. Könntet ihr aufhören? Okay. Ich glaube, sie ist ein bisschen lauter als ich jetzt gerade. Kann das sein? Ich war den Sound ein bisschen leiser. So, auf 7 Ticks runter. Sie brüllt halt ein bisschen viel rum. Okay, Tod Nummer 1. Das war jetzt der, ich guck mir den Boss mal kurz an, Mode. Ja gut, jetzt ist die Frage. War mich da so dran vorbeigerannt? Wahrscheinlich ja, oder? Naja, die halten mich kurz an. Okay, macht's auch Sinn, dass da vorne ein Typ zum Beschwören ist. Das ist sehr viel Sinn. Ah, jetzt ist der Groß natürlich noch da. Ja, leck mich doch. Was ist dein Problem? Ja, wisst ihr, noch kommt. Ich hatte so viele nicht in Erinnerung, dass hier so viele waren. Leute. Okay. Gut, ich komme mit 6 Fiolen weniger schon mal beim Boss an. Awesome. Beihand, Einhand. Okay, Blutechos liegen da vorne rum. Die will ich haben. So, jetzt muss ich gucken. 1, 2, 3, ausweichen.
Eins, zwei. Was war das? Ausweichen. Eins, ausweichen. Zwei, drei. Okay, ausweichen. Okay. Okay, sie nutzt nur die eine Hand. In der anderen Hand hat es offenbar ihr komisches Amulett. Sieht zumindest so aus. Ja! Oh Gott. Ja, nee, ich bin nicht tot. Oder? Doch, ich bin tot. Fuck. Warum musste auch so ein dämlicher weißer Punkt am Ende und am Anfang der Lifeleiste sein? Oh gut, rechts vor links, aber die goldene Mitte zuerst. Kann man sich zumindest gut merken, so. So sollte man öfter, glaube ich, vorgehen. Ja, jetzt ist die Frage. Ha, wie mache ich das jetzt? Wieder durchrennen? Ja. Notfalls muss ich Blutfiolen farmen gehen. An euch komme ich ja ganz, ganz gut vorbei eigentlich. So. Das Problem ist immer der Große da oben. Die anderen, die müssen mal mich kurz erst aufmucken und zeigen, dass sie anwesend sind. Und an denen komme ich vorbei, wenn ich nicht springen würde. Okay. So. Läuft doch ganz gut. Also das ist eine Bestie. Lohnt sich da wieder Öl plus Molotow? Eigentlich ja, oder? Gucken. Ölurne. Molotow. Okay. Und das letzte bitte kurz lange wegmachen, entfernen. So. Sollte nämlich eigentlich funktionieren. Au. Ja, nee, geh weg. Ich mag deine Angriffe nicht, die sind blöd. Zweimal angreifen und nicht aus. Ja, nee, komm. Warte, was? Okay. Weil ich dich berührt habe, habe ich jetzt Damage bekommen. Okay, von mir aus. Ist okay. Uff, die können nervig werden, die Kack-Hitboxen. Gut, aber solange ich, ja gut, wenn ich renne, komme ich halt schnell an ihm vorbei. Wenn ich aber nicht renne, kann ich in Ruhe Ausweichrollen nutzen. Das ist nur bei dem da oben so ein bisschen blöd, bei dem Dicken. Bei denen ist das kein Problem. Und an denen da vorbeikommen auch nicht. Dem seinen Sinn sieht übrigens cool aus. Genau, so. Den kann ich auch wieder vorbeirennen. Das macht nämlich auch nicht mehr aus, Gott. Ölurne und Feuer. Gute Strategie an sich, aber wollte ich eventuell erst in den letzten Phasen nutzen, eventuell. Wenn sie unvorhersehbarer wird. Ich glaube, nach rechts ausweichen ist eine ganz gute Lösung bei ihr. Und Backsteps. Weil ihre, genau, rechte Hand macht sie nämlich keine Krallenangriffe großartig, wie das da, sondern versucht das komische Amulett zu schützen, offenbar. Ja, das war jetzt so ein Punkt, wo sie anfällig war für Eingeweideangriff. Genau, von rechts aus kann ich nämlich gut ausweichen. Würde ich jetzt gerne behaupten, aber heilen. So. So. Ist ja ganz gut. Komm. Das war ein Kackangriff.
So. Dachte, ich könnte einen Eingeweih machen, aber offenbar nicht. Achso, ihr Fuß hat mich gerade. Ja. Backsteps waren ganz nice im Moment. So. Das sah nicht toll für mich aus. Hier nach hinten. Und. Ja, nein, 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 nein. Okay. Der Angriff ist scheiße, weißt du es eigentlich? Okay, okay, okay. Ja, ja, hab verstanden, zurück. Nein! Oh, oh mein Gott. Hier, sie blutet. Gute Position für mich. Zurück. Au, au, au. Oh, nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Oh, lässt das bitte ganz schnell sein. Und mittlerweile wirft sie das Ding auf. Lass noch Flammen. Okay, okay. Du leuchtest, das gefällt mir nicht. Ja, genau deswegen. Oh Gott. Ja, nach hinten am besten ausweichen. Nein, nicht angreifen. Das soll's machen. Und nochmal. Oh Gott. Komm. Nein, nein, nein. Nein, nach ganz nach hinten. Ja, ja, komm. Oh. Eingeweihter Angriff, ganz random. Oh Gott. Okay. Goldanhänger. War Versuch Nummer 4 beim vierten Boss laut Storyverlauf. Ansatzweise Storyverlauf. Okay. Oh Gott. Hat die jetzt. Die hat auf einmal 13.000 mehr Blutechos gegeben als alle davor. Okay, von mir aus. Uff, in Traumatiger zurückkehren, natürlich möchte ich zurückkehren. Ich wollte nur eine Stunde, aber irgendwie, ja, ich bin noch wach, aber... Damit hätte ich jetzt den Kathedralenbezirk weitestgehend jetzt eigentlich fertig, oder? Puh, Frage. Doch kann ich leveln. Gut, Echos, ja. Vitalität wollte ich noch auf 20 hochbringen. Und dann wieder auf Stärke. Oder Geschicklichkeit. Hm. Ich muss mal gucken, wo die Softcaps liegen, theoretisch. Farewell, good. Ist die Frage, der Schlüssel für den Platz rechts lang kostet, glaube ich. Ging schon da lang. Ein Tor des Rundenplatzes der Kathedrale. Ja, die Kathedrale. Ja, das war die Kathedrale ganz oben. Im Kathedralenbezirk. Macht Sinn. Der runde Platz ist daneben. So. Ritual Blut. Violen. Ja gut, habe ich noch. Was da 10.000. Heißt aber eigentlich, dass das ein optionales Gebiet ist. Das heißt, ich gehe am besten links erstmal lang. Und ignoriere rechts vor links. Weil ich soll ja nicht wirklich für Fortschritt bezahlen. Kirchenhammer. Nee. Ludwigs heilige Klinge sollte ganz nett sein. Kostet 20.000.
legt sie da die Waffe irgendwie in ihren Preis nieder? Eventuell. Spezialangriff. Überhaupt. Gibt es eine Hilfeanzeige hier? Nee. Spuren sind egal. Ludwigs Bär. Nee. Blub. Gut. Ah, wie viele Dingens habe ich denn? Hier. Rasendes Kaltblut. Mehrfach verwenden. Zweimal. 6000. Ja gut, ich könnte mir den Schlüssel kaufen, wenn ich jetzt noch ein ganz bisschen Seelen so sammeln gehe gleich. Kaufe ich mir erstmal den Schlüssel und dann vielleicht doch rechts lang. Bin mir unsicher. Waffe verstärken, Tonitrus, nein, parieren, Sägespeer und Jägeraxt. Blutlichtstammverstärkung. Kann ich nichts mehr reinpacken und hier auch nicht mehr. Die gleichen wie vorher auch. Was ist das mit den Carol-Runen? Edelsteine. Nutze ich die nämlich in Carol-Runen? Der Mann ist auch nicht da. Das ist also auch okay. Ansonsten. Irgendwie? Ja. Welcome. What is it here? Hast du nicht irgendwas zusammen mittlerweile? Over time, countless hunters have visited this stream. The graves here stand in their memory. It all seems so long ago now. Okay. Over time. Okay, sie wiederholt sich direkt. Gut. Kirche des guten Case, Großkathedrale. Ja, wenn ich jetzt da hingehe, dann mache ich jetzt zwei, drei Babos platt, kaufe den Schlüssel und wird dann für heute Abend wahrscheinlich Pause machen wieder. Eventuell mache ich gleich für mich nebenbei dann Blutfiolen farmen und ja, es wird mich schmerzen, die ganzen Blutechos, die ich nebenbei einsammle, dann für Blutfiolen auszugeben. Aber naja, passt schon. Oder ich sammle jetzt direkt für die komische Klinge und upgrade die auf plus 3 und gucke, ob die mir gefällt. Konnte halt nicht sein lassen, hab geguckt, was für Waffen gut sind. Das Problem ist, ich habe mir die Videos oder die Guides, die ich mir... Ah, du stehst schon hier. Oh Gott. Die ich mir angeguckt habe für Waffen. Es sind halt eigene Präferenzen immer. Deswegen... Weiß nicht. Also das Nonplusultra flat zu sagen, gibt's irgendwie nicht. Ach, du traust dich hier nicht rein. Nee, du kommst einfach nicht rein, du bist zu fett. Ja, nee. Ich muss mindestens bis zur Tür hin. Und aufladen. Dann knall ich gegen die Tür, also das ist scheiße hier. Okay, wie machen wir das jetzt, Leute? Halleluja, okay. Einfach so. Ja, sieht da ein Plan aus. Aua. Könntet ihr bitte aufhören, synchron anzugreifen? Danke. Und du noch. Und ich habe hier 10.000 für den Schlüssel. Und ja. Schlüssel kaufen oder Dinge kaufen? Dinge dauert halt länger. Ich kaufe jetzt erstmal den Schlüssel, farm dann. Was habe ich da oben für einen Effekt? Ist das Zerblutung oder was ist das? Würde ich mal von ausgehen. Achso, nebenbei, ich sehe gerade, da leuchtet irgendwas am Altar. Untersuchen. Was? Nein. Und das tut's trotzdem. Master Willem, I've come to bid you farewell. Oh, I know, I know. You think now to betray me. No, but you will never listen. I tell you, I will not forget our adage.
We are born of the blood, made men by the blood, undone by the blood. Our eyes are yet to open. Fear the old blood. I must take my leave. Okay. By the gods, fear it, Lawrence. Oh, ich glaube, die Sequenz hat teilweise was mit dem DLC zu tun. Wird sogar eventuell davon ausgehen, dass wenn man jetzt den Kopf hier berührt hat, das erst im DLC möglich ist. Wie gesagt, das DLC habe ich halt erst Anfang des Jahres nachgeholt in dem Stream. Von daher, das habe ich halt ein bisschen besser in Erinnerung. Aber gut. Ab in den Traum des Jägers. Weiße Schleife, die Boten seltsam anhaben. Eine Schleife aus feiner Spitze, die auffallend glänzt und an den Boten fast wie ein betaumendes irgendwas. Hier, sie sitzt da voll betrüppelt. Sie schläft. Oh. Puppe schläft. So, hallo Boten, gib mir den Schlüssel. Bartboten. Jägeranführer. Oh. Ey, das schmerzt so. 10.000 Blutechos auszugeben. Für nichts und wieder nichts. Gut, dann würde ich. Halt, was ist das? Denk vom Boten annehmen. Auge des bluttrunkenen Jägers ruft Jäger zum Albtraum des Jägers. Eine missgestaltete Kreatur wird dich außerhalb der Oedon-Quelle schnell verschwinden lassen. Ich glaube, das könnte das DLC aktivieren ab jetzt. Auge des bluttrunkenen Jägers ruft Jäger zum Albtraum des Jägers. Eine missgestaltete Kreatur wird dich außerhalb der Oedon. Okay, das Ding, was uns einmal da in den Himmel geworfen hat. Das wird uns zum DLC-Area bringen. Hat auch irgendwer, glaube ich, im Chat bestätigt, wo ich mich das nochmal gefragt habe, ob das so war. Okay. Also ich könnte jetzt ins DLC gehen. Jetzt weiß ich nicht, ob das DLC für jetzt schon gedacht ist, dass man es jetzt macht. Oder ob es quasi nach der. Also das DLC kam halt nach der Hauptstory raus. Nach dem Hauptspiel. Von daher macht es halt eigentlich mehr Sinn, wenn ich da wirklich erst kurz vor Ende des Spiels hingehe. Ist halt die Frage, ob die Gegner dann da alle unterlevelt sind für mich oder nicht. Wahrscheinlich ja. War es halt in Dark Souls 2. Dark Souls 3 ging es ja noch einigermaßen. Dark Souls 1. Da kommt man eh nicht überleveln, von daher passt das da auch. Naja. Gut, dann gehe ich jetzt nämlich wieder zum Krapoedons. Ich werde gleich wahrscheinlich nebenbei für mich offline ein bisschen Blutfiolen farmen. Und überlegen, was haben wir Mittwoch? Eigentlich haben wir Donnerstag, gut. Donnerstagmorgen. Samstag habe ich Nachtschicht, das heißt ich kann Donnerstag auf Freitag, Freitag auf Samstag. Und noch zweimal theoretisch wieder streamen. Es werden dann auch die nächsten beiden Abende nachts wahrscheinlich sein. Weil ich vormittags nicht aufstehe und direkt, wenn ich aufgestanden bin, streamen, das funktioniert nur morgens, komischerweise, abends nicht. Weil dann immer das meiste jetzt aus los ist, passt schon. Redest du bitte mal was anderes? Nee, okay. Gut. Mal ganz kurz gucken, bevor ich jetzt irgendwas anderes mache. Status, steht hier meine Spielzeit. Ah, Moment. Kann ich auf meine komischen anderen Waffen die Carry-Runen draufpacken oder was? Nee, die sind extra unten, okay. Wo lege ich die an? Nee, hier kann ich sie nirgendwo anlegen. Ich bin nebenbei weg und das Gegengift packe ich mal dahin. Wobei, auch nicht. Eine Lampe eigentlich lang wieder hin, erstmal. Laterne. Eben kann ich hier? Nee, kann ich auch nicht. Okay, wir verlassen. Jetzt müsste ich theoretisch nachgucken können. Moment. Japan Studio, ja,
passt. Oh, ich hasse es, dass man hier dieses Touchpad reindrücken kann. Ich weiß nicht, irgendwie... Das hätte ruhig der Pausenmenü-Knopf sein können. Den kann man so ganz schön leicht mitten im Spiel einmal drauf touchen. So, Spiel laden. Zentrum von Yamam, 7 Stunden, 50 Minuten Spielstunden. Also, merken wir uns, ich bin in Stufe 37, hatte gut wie gar keine Blutechos und spiele knapp 8 Stunden. Je nachdem, wie lange ich Blutfiolen farme, werden das halt ein paar mehr Stunden dann auf dem Konto sein. Aber spätestens über YouTube kann ich dann die Playlist quasi zusammenschneiden und gucken, wie lange ich insgesamt gebraucht habe ohne Farmen. Das ist nur so für mich nebenbei ganz nett zu wissen dann. Ansonsten. Ja. Würde ich jetzt wie gesagt Pause machen. Stunde 5, ja, passt. Wenn ich ganze Bock habe, schneide ich die andere Stunde von vorgestern noch dazu. Dann habe ich keine 2 Einstunden-Videos, sondern 2 2-Stunden-Videos. Mal gucken. Keine 2 Einstunden, sondern ein 2-Stunden-Video. So passt's. Ansonsten, falls noch immer da ist, was ich nicht glaube, weil Tame hatte nur einmal kurz Happy Sterben ohne geschrieben. Danach nichts mehr. Wahrscheinlich so als Begleitsatz heute Abend. Oder er zockt nebenbei selber, keine Ahnung. Weiß man nie. Auf jeden Fall gute Nacht dann und ciao. Bis morgen irgendwann mal dann. Wahrscheinlich zwischen 11 und 12 fange ich an. Je nachdem, wann ich aufstehe. Wobei, nee, stimmt, gar nicht. Heute Abend muss ich Verwandte vom Bahnhof abholen. Die kommen da irgendwie um 22 oder 23 Uhr an. Dann wahrscheinlich doch eher 12 Uhr morgen Abend. Also dann Sonntag. Nee, Donnerstag um 12 Uhr, so. Und dann so 2 bis 4 Stunden. Je nachdem, wie lange ich Lust habe. Gut, jetzt aber. Ciao.